Moin! Wir sind Julia und Robin. Wir lieben es zu reisen. Momentan sind wir mit unserem selbst ausgebauten Campervan Nessa in Europa unterwegs. Jeden Tag steht ein neues Abenteuer vor unserer Tür. Was wir diese Woche erlebt haben, seht ihr jetzt. Guten Morgen, hier aus Bosnien. Wir haben heute vor, nach Mostar zu fahren. Das ist eine der touristischen Städte hier in Bosnien. Allerdings auf dem Weg dahin müssen wir noch ein bisschen was für den Camper erledigen. Ja, wir müssen noch Wasser auffüllen und einkaufen und ja, was man halt so machen muss. Vanlife eben, ne? Wir sind hier kurz angehalten am Straßenrand, war gerade eine Quelle. Und das passt perfekt, weil wir ja unseren Wassertank vollfüllen müssen. Ja, leider können wir unseren Wasser nicht anschließen, aber jetzt müssen unsere Kasten, unsere Kanister ran. Aber es geht auch. Das geile Quellwasser bei uns in den Tank. Ist voll. Ist voll. Tanken muss auch mal wieder sein. Teuer. Ja, selbst hier kostet es 1,89. Ja, schön. Heftig. Ein bisschen günstiger als in Deutschland wahrscheinlich, aber hier haben die Leute ja nicht so ein hohes Einkommen, also das ist halt für ihn natürlich schon richtig, richtig teuer. So, wir sind jetzt beim Supermarkt angekommen, jetzt werden wir erstmal einkaufen. Der Laden ist so riesig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was einzukaufen. Wir haben jetzt einen netten, kostenlosen Stellplatz gefunden und sind jetzt mitten im Mostar. Müssen jetzt noch zwischen 20 und 30 Minuten laufen. Wirklich richtig schön auch schon. Ich bin richtig begeistert. Richtig niedlich, richtig nette Geschäfte. Schön. Wir werden gleich mal den Strand runtergehen. Und da kann ich noch mal ein bisschen auf den Sprungturm. Bisschen üben und dann springe ich vielleicht auf die Brücke. Wir haben gegoogelt, 20 Meter ist hier hoch. Kann man mal sehen. Ja, war ganz cool auf jeden Fall. Bisschen Turm springen, war das Wasser ist arschkalt. Von ganz oben, wie war's? Es war schon ein bisschen beängstigend. Aber es war okay, es war voll in Ordnung. Von der Brücke noch? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt zurück vom Strand. Das wäre echt richtig cool. Wir haben uns auch länger gechillt als gedacht.
weiß nicht, bestimmt 2-3 Stunden. Ja. Ja. Promi haben wir heute leider vergessen, das heißt schöne Drohnenshots. Leider nicht. War dumm gewesen. Aber Springen war cool auf jeden Fall. Und jetzt suchen wir noch was für 5,5 km/h, die Währung hier. Weil haben wir halt noch, wir werden bald das Land verlassen. Na, hat 1 km/h gut investiert? Ja. Ach, hier können wir noch Eis essen, sonst hier deine Kugel. Ja, das wäre mir auch unser Geld los. Lecker. Lecker Eis. Ja, und so viel. Ja, echt. Wir haben eine Kugel nur jeweils bestellt und das sieht echt aus wie 2. Die war richtig großzügig. Und kostet halt nichts, ne? 1 € haben wir jetzt praktisch bezahlt. Ja, auf jeden Fall das bessere Eis erwischt. Ananas. Sehr frisch und sie hat Snickers. Ist eher so der Schokotyp, ne? Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück zum Auto und dann auf den Stellplatz. Hier gleich neben Mostar, ein großer Berg. Wird bestimmt richtig toll. Wir sind am Ende angekommen. Sieht richtig nice aus. Wir gucken gleich nochmal, wo wir richtig stehen. Ja. Ja. Aber schon richtig gut. Ja. Ich bin interessiert. Aber die sind zu traurig. Die sind zu traurig. Die haben auch gleich schon mit dem Schwanz gewackelt, als wir ankamen. Ihr seid zu traurig. Neugierig auch. Aber ihr habt auch eine Marke im Ohr. Weißt du zumindest. Schauen. Das hat schon was. Das hat schon was. Außerdem dieser Stellplatz schon wieder, der ist so nice. Man hat so einen 360-Grad-Blick, so ein Vieh. Ja. Stellplatz perfekt. Ist echt so. Guten Morgen. Also, der neueste Tag hat gestartet. Wir sind immer noch auf dem Berg. Und Robin wollte jetzt nochmal euch ein paar schöne Drohnenaufnahmen zeigen. Nationalpark zu fahren. Dort sollen wunderschöne Wasserfälle sein. Mal sehen, wir sind gerade schon auf dem Rückweg von unserem Stellplatz. War echt wunderschön. Und als Zwischenstopp habe ich eben noch auf der Karte gesehen, es ist auch irgendwie so ein Wasserfall, Kanal, aber sehr natürlich. Naja, den nehmen wir auf jeden Fall auf dem Weg nochmal mit. Und ja, es freut mich schon.
sieht schon mal sehr interessant aus. Habe ich so auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Das war echt lustig, hier den ganzen Kanal mit dem Strom schnell einmal lang zu schwimmen. Das war echt nicht schwer, das ist wie eine Rutsche. Das macht schon echt Spaß. Jetzt suchen wir mal eine Stelle, wo wir gut reinkommen können, wo auch keine Strömung ist und wir vernünftig baden können. Ja, ich denke, wir haben eine ganz gute Stelle gefunden. Hier ist keine Strömung, nur so ein bisschen. Und man kann ganz gut rein und raus, weil sonst waren halt nur rechts und links so ein bisschen Klippen. Ja, es ist sehr kalt, aber schön. Erfrischend. Ja, ich habe schon wieder eine dumme Idee, wie man sieht. Es wird schon lustig werden, hoffe ich. 3, 2, 1. Oh, wünsche mir viel Spaß. Also die Badestelle hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Es sind auch gefühlte 30 Grad, oder wahrscheinlich sind es wahrscheinlich auch 30 Grad, aber das Wasser hat nicht so viel Grad. Es ist sehr, sehr kalt. Sonst wäre ich auch nochmal durch den Kanal geschwommen, aber das Wasser ist mir zu kalt. Ich war eben schon einmal drin, aber halt nur kurz. Wofür hast du dich entschieden? Ich will da doch durchschwimmen. Ich habe sehr, sehr Angst. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen will. War gut, aber ich bin immer noch Adrenalin. Ja, war richtig nett, dieser kleine Ausflug hier nochmal her. Haben uns ordentlich gut abgekühlt und dieser Kanal, das war halt auch richtig cool. Ja, und jetzt fahren wir weiter zum Nationalpark, wo dann nochmal Wasserfälle sind. Die gucken wir uns jetzt heute auch noch an. Dann sehen wir uns da. Wir sind jetzt angekommen bei den wilden Straßen. Wir haben da irgendwo in den Busch reingeparkt. Ja, also es ist ganz nett. Die Wasserfälle sehen auch schon schön aus und so auf jeden Fall. Aber es ist halt auch ziemlich voll. Aber war ja eigentlich klar. Ein bisschen was irgendwie vom Freibad-Feeling, wenn man hier ist. Wir haben jetzt keinen Eintritt dafür bezahlt, weil wir auf einem anderen Parkplatz geparkt haben. Dafür war es jetzt ganz genau. Ja, dafür war es echt genau. Kann man nicht mehr kommen. We'll be right back.
bin jetzt schon mal umgezogen und sind auf dem Weg zu Nessa durch unseren nicht ganz so offiziellen Eingang. Und dann werden wir mal die Grenze zu Kroatien leider überqueren. Ja, Bosnien war echt wunderschön. Ich würde sagen, können wir eigentlich nur empfehlen. Es ist ein absolutes Traumland eigentlich, es ist nicht so viel los. Man kann stehen, wo man möchte, hat super Stellplätze. Ja, genau. Aber jetzt sagen wir Tschüss für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.